Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wie überleben wir 2? Yes, mit der Jolle und dem Hammer. Ich habe schon die ganze Zeit aufgenommen. Achso. Das war viel zu gut. Ja, und Minas hat gerade noch so ein 3, 2, 1 Ohr los. Sehr schön. Hey, hier geht's ja wirklich ein Stück hoch. Meinte das vielleicht Kovac wegen den Bergen oder so? Ich bin mir echt gerade unschlüssig. Und ich habe mal richtig verstanden, er meint nicht Bären. Die haarige Schweine, weißt du doch. Was ist das hier? Nichts Besonderes. Peter. Ah, da oben ist auch noch ein Bunkereingang. Sehr gut, dann haben wir den schon mal markiert auf der Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, da. Und jetzt hier ein kleines Stück über uns. Da wollte ich hin, mit euch und mit dir. Gibt es... John. Der sieht aus wie ein John. Okay, hallo John. Kenji heißt er. Hallo, kurz. Soll ich? Ja, das ist ja wieder männlich. Bitte. Hallo. Ich habe vor kurzem gesehen, wie du gegen die Infizierten gekämpft hast. Du hast dich echt gut geschlagen. Ich bin Kenji. Manchmal habe ich Kontakt mit ihnen. Früher hatte ich auch mit Kovac verkehrt. Oh Gott, schwierig. Der gute alte Kovac. Grüßen wahnsinnig und etwas seltsam. Du findest ihn sympathisch? Moment. Ja, zu Beginn tut das jeder. Ich kann deine Skepsis fühlen und die kann ich dir nicht verdenken. Sagen wir jedoch, was jeder von uns überlebt auf seine Weise. Let's just say that we will have your own way of surviving. Was? Das haben sie doch. Da haben sie doch einen Satz davor übersetzt. Guck mal. Ich glaube. Ah, der sagt das wirklich auf Englisch. Nein. Let's just say that we all. Ja, aber der Satz steht doch vorher schon. Sagen wir, jeder von uns überlebt auf seine Weise. Ja, stimmt. Ah, ja. Ich glaube, das war ein falscher Satz. Egal, weiter. Ja, macht nichts. Kovac kriegt die Stimme nicht mehr hin. Kovac hält es das. Sorry. Hab's das, bin jetzt nicht mehr. I'm believing in you. Kovac hält es damit, jeder muss sich durchschlagen. Und eine Feuertaufe ist das beste Mittel, etwas zu lernen. Ich bin der Meinung, gegenseitige Hilfe wäre nicht schlecht. Vor allem, weil nicht jeder einen Bunker als Versteck hat. Schon wieder übersetzt. Mhm. Ja, mach okay. Ich trinke meinen Kaffee und dann geht das schon. Aber was ist eigentlich der Grund deines Besuches hier? Willst du mir zur Hand gehen? Ja, natürlich. Einigkeit macht stark. Oh, 3 Glühbirnen. Ja, dann klicken wir das doch mal an. Ich plane ein etwas verrücktes Projekt und ich brauche Leute wie dich, um es umzusetzen. Habe ich deine Neugier geweckt? Ich habe festgestellt, dass Kovacs Gehirnwäsche eine große Ähnlichkeit mit dem Prinzip des Gesetzes Stärkeren hat. Du weißt nicht, wovon ich rede? Ganz einfach. Die verschiedenen Kovac-Anhänger glauben, dass man, um stärker zu sein, die Schwächeren eliminieren und ihnen den Besitz rauben muss. Das ist nicht sehr witzig, oder? Die Ärmsten sind dann ohne jeglichen Schutz den Infizierten ausgeliefert. Mein Plan? Also mein Plan ist, in die Stadt zu gehen, absolut alles mitzunehmen, was dort an Nahrung und Material ist, und um eine Knappheit zu erzeugen. Du verstehst nicht, wie eine künstlich erzeugte Knappheit das Problem löst? Ja, wir erzeugen eine Knappheit, aber wir verteilen die gefundenen Dinge an die kleinen Camps, damit sie sich endlich verteidigen können. Bist du bereit, mir zu helfen? Je mehr Leute ich rekrutiere, desto mehr können wir für ein Gleichgewicht da draußen sorgen. Jetzt sammeln wir wieder Sachen. Das ist ja was Neues. Also wir hatten bis jetzt ja noch nicht Sachen sammeln. Oh, guck mal, Dose mit Corned Beef. Ja, die werden wir aber nicht kriegen, weil wir kriegen als Belohnung. Die kriegen wir doch. Stahl, Rost und Dry Glühbirnen. Na gut, wir machen Level 12. Sonst ist ja alles viel zu easy. Nein, wir machen 13. 13 ist eine schöne Zahl. Dann kriegen wir einen Bonus mal 10. Eieiei, geh in die Stadt und sammel dort Nahrungsmittel. Ich finde den ja irgendwie cool. Hast du ihn gesehen? Der hatte so eine Robo-Hand, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Guck ich mal an, wenn wir zurück sind. Ich drücke auf Start. Starten mal. Start. Saving. Muss, wenn wir zurückkommen, muss ich dir das mal zeigen. Saving. Okay, das immer. Ah, oh, endlich mal in der Stadt. Oh, endlich wieder in die Stadt. Oh, ist das schön. Oh, Leute. Muss doch mal schnell einen Schokoriegel reinmachen. Das wäre echt noch. Die Abwechslung. Ist echt. Das ist echt schade, ja. Das ist. Ich meine, wir sind jetzt Folge 18 und wir haben Sumpf, Stadt und halt so ein bisschen Waldwiese. Ja, es ist halt auch die Frage, ob man das. Ob dann. Das. Guck mal, Double Kill. Ob man das Spiel so als so ein Story-Ding hätte aufziehen müssen. Ja, vielleicht. Also, ich finde die Erzählung gar nicht so schlecht und begleiten ist sowas gar nicht so übel, aber. Ja, dann hätte ich das lieber irgendwie als. Ja. Keine Ahnung. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Anfangs, fand ich das. Ui, da kommt aber Party. Gemacht ist extrem gut. So mittlerweile. Es ist halt. Es wiederholt sich extrem häufig.
Ja, das ist echt ein Problem. Und ich finde halt, dass es halt wenig, also außer die Story, die erzählt wird, irgendwie null Abwechslung bietet. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt aufs Camp, auf Werten, also dass wir da vielleicht ein bisschen weiter basteln können. Das würde ich noch sehen. Oh, oh. Jetzt Level 13, das ist aber auch ganz schön. Der schwebt auf dem Bauch, guck mal. Der hat eben auf dem Bauch gelegen. Naja, guck mal, das ist. Der ist ja auch so dick, der Bauch. Ja, kein Wunder, wie so ein, dass er so Käfer schwebt, wenn er auf dem Bauch liegt. Wie so ein Käfer auf dem Rücken. Genau. Ja, genau. Und ich habe mein Gully Housing schon wieder nicht eingestellt, ne? Aber das jetzt zu ändern, macht keinen Sinn, wenn ich aufnehme. Das macht aber nichts. Also es unterbricht nicht die Aufnahme. Bist du dir also, sicher? Ich kann im Normalfall nicht. Im Normal. Ich nehme mal mit OBS auf. Ist ja alles gut. Ja, mach ich ja auch. Also da kannst du das Spiel beenden, starten, dann nimmt ja immer auf. Ach so, nee, das. So komme ich dann gar nicht rein in die Menüwahl. Achso, das kommt man nur außerhalb. Genau. Stimmt, man muss ja außerhalb des Spiels konfigurieren, ja. Das ist auch, das kreide ich im Spiel echt hoch an. Du kannst nicht aus dem Spiel raustappen. Es geht nicht. Ihr lieben Minions, kommt immer nicht aus dem Spiel raus. Du kannst nicht raustappen. Also ich verstehe nicht, wie man das. Das ist toll. Ich höre ihn dann immer fluchen. So, oh Mann, verdammt, das geht schon wieder nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn da los? Ja, ja. Ganz wunderbar. So. Oh, jetzt ich muss ich muss mal eine Bandage rein. Jan, zwirbel dir das mal um dein Füßchen. Ich hab noch eine, das ist nicht gut. Oioioi. Seit wann rennen denn die Boomer? Die Fetten, ne? Die Dicken. Ja. Die machen jetzt Hacky-Sack, sag ich dir. Du bist ja eher so derjenige mit den schnellen Waffen. Ich mache ja eher so den Also der Bogen hat mir besser gefallen. Ich würde auch ganz gerne endlich das Kupferkabel finden, um den besseren Bogen herzustellen. Weil ich finde ihn besser als die Armbrust. Hier ist auch, guck mal, hier ist auch wieder dieser Spruch an der Wand und so. Ich weiß nicht. Die nehmen halt immer die gleichen Gebäude und setzen die halt zu so einer Stadt zusammen und dann sollst du da drin was finden. Das ist echt schade. Es ist immer das Gleiche. Wir können das doch gar nicht mehr gut reden. Das ist einfach immer das Gleiche. Hier, gucke, da ist schon wieder der YouTuber. Ups, ach man, Diggi. Kommst du klar? Immer wenn du schießt, kann ich nicht anvisieren. Warum geht das eigentlich nicht? Du bringst ihn dann immer so außer Rand. Ja, vielleicht zappelt er hin und her oder sowas. Ja, aus Angst vor meinem Pfeil. Eine Rodcopy. Wer ist eine von denen? Eine Keksdose auch. Nee, das ist auch jetzt ja eigentlich. Achso, Aluminiumfelge, Holzbretter. Schau mal an, 3 Stück. Ah, sind wir satt. Ah, hier ist noch eine Aluminiumfelge. Wasserflasche 50 passt. So. Pflasterstein ist auch eins? Nee. Der Bleichplatte. Hm, hab ich. Hier ist noch eine Aluminiumfelge. Hier ist gerade ein Zombie gespawnt. Also, das ist ja auch was. Ich hab noch eine Felge. Wie viel brauchen wir denn eigentlich von? 2, ah, okay. Den Autofinisher kriegen wir auch nicht an, ne? Nee. Irgendwie. Wir sind halt so doof. Wir sind so doof. Das ist halt so. Ja, Keilpflanzen, naja, immerhin hier. Achtung, Platte vergessen, bin ich als Plotte. Doch habe ich die Plotte übersehen, du. Ah, da oben. Oben links ging es auch noch weiter. Oh, ich habe hier seit heute, ne? Heute habe ich eine Fliege in meinem Zimmer. Ich werd irre. Die fliegt die ganze Zeit irgendwie um meine mal wieder Augen trauen. Ja, ja, stimmt. Ich bin der Gamer. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Muss ja. Ich muss das schon ist langsam ganz mit oben, dem Spachtel oben links? Ich weiß nicht. Können wir gleich gucken. Ich guck mal kurz. Weiß doch, ne? Ich gehe immer mit dem Spachtel in die Dusche. Oh Mann. X-Dose. Ich dachte eigentlich, aus diesen Bleifiguren können wir auch eine Munition machen eigentlich, oder? War das nicht so? Aus der Keksdose?
Wie, aus der Bleifigur? Ich gehe davon aus, würde absolut Sinn machen, ne? Ja, nichts weiter drin. Aber hey, wir haben schon relativ viel Corned Beef gefunden. Ja, ich bin gerade noch die eine... Blechplatte haben wir schon. Hier ist hier die Fotografie. Das war's mit ihm. Fotografie? Wie? Ja, da war doch dieser mit diesem, was aussah wie so negativ oder so. Bei dir jetzt? Ich bin ja noch gar nicht da. An dem einen Bett stand auch wie so ein großes Gemälde, was aussah wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Und das steht auch öfter. Das ist auch, was ich auch so Quatsch finde, du knackst ein Schloss und da ist nichts dahinter. Weil es ist einfach so random, einfach mal eine Tür abgeschlossen. Macht aber auch gar keinen Sinn. War das in der Folge davor, war glaube ich das Bad abgeschlossen. Ja, genau. Das Bad ist, du denkst halt so, ich würde sagen, weißt du, mit der Skill Schloss knacken Sinn macht, muss doch irgendwie was Besonderes dahinter sein, ja, dass sich das lohnt, in dem Moment das Schloss zu knacken. Heute sind wir sind aber heute sehr kritisch auf dem Spiel, ne? Das muss man ja sagen. Das finde ich, muss man aber auch sein bei so einem Spiel. Ja, das stimmt. Kann man auch mal sagen. Ich finde, wenn man so ein Spiel spielt, dann... Wir sind heute nörgelig. Aber das ist auch okay. Darf man. Oh, ich müsste mich mal umsetzen hier. Uiuiui. Hast du eigentlich noch Bandagen? Brauchst du noch? Bitte noch 7 Stück. Ich guck mal gucken, ob ich noch welche herstellen kann. Das ist noch was? Nö. 2, 3. Ja, jetzt habe ich noch 3 hergestellt. Ich guck mal ganz kurz wegen den Fähigkeiten. Ich wollte noch mal nach dem... Jetzt keine Punkte mehr, glaube ich. Ja, nicht mehr so viele. Die paar Punkte, die ich hatte, habe ich jetzt in Hunger, Anti-Hunger reingehauen. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Holzbretter. Immer noch 3 Stück und wir brauchen noch Dosen mit Corned Beef. 3 Holzbretter, ja, in der Tat. Die haben wir noch gar nicht gefunden. Hier ist noch eine Dose Corned Beef mitten auf der Straße. Also, wird vom Räumlichen her jetzt gerade ein bisschen eng. Nee, eventuell geht es ganz rechts, geht es noch vielleicht weiter. Genau. Wir haben oben rechts haben wir noch einen Bereich, den wir noch nicht entdeckt haben. Dort. Was hat denn der gerade gemacht? Er hat gerade getreten. Dann lass uns hier rüber, über den Parkplatz. Und nochmal weiter. Gibt es da eigentlich Häuser? Nee. Alles zerstört. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen, aber ich meine, mich wundert, dass wir noch nicht ein Holzbrett gefunden haben. Außer wir finden jetzt eine Schreinerei. Das wäre was, ne? Guck mal, auf dem Boden liegt da eindeutig ein Holzbrett, ne? Nee, ist auch unten rechts. Dann müssen wir unten gucken. Aber ich habe jetzt auch nicht so gründlich abgesucht, muss ich sagen. Du hast Kohle übersehen. Ja, sie haben Kohle übersehen. Yay! Oh, Corned Beef? Ja, ich habe noch was. Hab noch was gefunden. So, da ist noch ein Blech. I told you so, ja. Das steht hier zum Beispiel auch immer an der Wand. Blechblätter haben wir jetzt auch komplett. Jetzt brauchen wir praktisch nur noch Holzbretter, eine Keksdose. Keksdose? Ah, ich hatte gerade noch eine aufgesammelt. Dachte, die haben wir schon. Nee, ist okay. Hier ist noch ein Raum. Jetzt geht doch. Da ist er. So. Was war denn das? Was war das für ein Sound? War das bei dir oder im Spiel? Bei mir war, glaube ich, nichts. Mäuschen ist zwar wieder wach, aber ich glaube, die ist ruhig. Ist ruhig. Genau. Sei still. Ah, ich habe ein Holzbrett. Sehr gut. Das sah eher aus wie so ein... Das Holzbrett ist eine Kiste. Da, ich habe die 3. Jetzt noch eine Keksdose. Ja, ich gucke gerade. Eigentlich müsste ja mehr da sein als... Ja. Dose Corned Beef habe ich noch gefunden. Schon. Jetzt haben wir das. Wir haben's. Ja, wir haben's. Cool. Sehr geil. Warte mal, dann gehe ich noch den letzten Raum hier durch. Geh ruhig die Häuser nochmal durch. Oh. Ah, Zigarettenshop. Schau mal, der ist ja mal neu. Nee, stimmt nicht. Der ist nicht neu. Nee, es scheint alles. Hier. Nein! Nee. Oh, ich wollte jetzt nicht. Mann, verdammt. Nee, ich glaube, wir sind durch. Warte, ich wollte jetzt noch einmal kurz hier rüber.
Die war ich eben durch, die Dinger. Okay. In dem also auch? Die drei, okay. Ja, ja, die drei hier bin ich durchgegangen. Den haben wir ab. Yay! Dann, bis dahin. Tschüss. Nein, macht Spaß. Nein, ein bisschen haben wir noch. Gibt wie viel? 10.000 XP. Nicht besonders viel, aber wenn wir das. Naja, gut, eigentlich sagt er ja, das darf verteilen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir ihn behalten dürfen. Ja, eigentlich schon. Gut. Sprech mal an. So. In 3, 2, 1. Gott, wie war die Stimme? Ist egal. Nicht schlecht. Weißt das du, das ist so ein gestandener Mann, guck dir das Bild da unten an mit so Kurzhaarfrisur. Okay. Kenji, der sieht aus, als hätte er Katanas okay. versteckt, weißt du? Okay, nicht schlecht. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ich ja. habe beiderseits ebenfalls schon viel gesammelt, dass du das, was gefunden hast, jetzt behalten kannst. Du wirst bestimmt auch brauchen können. So stellt man sich ihn vor, genau. So stellt man sich vor, natürlich, klar. Ah, okay. Hätte. Moment, was? Jetzt sagt er, Moment, jetzt hat er gerade gesagt, dass wir das behalten können. Ja, natürlich. Ja, Dose mit Corned Beef, tatsächlich, wie cool. Ja, natürlich. Schreiben wir nochmal an, oder? Ja. Bitte. Warum starrst du mich so an? Was hast du da bei der Glaubwürdigkeit? Ha, du hast recht. Es stimmt, dass ich mir gerne in die Karten schauen lasse. Was? Ich kann das nicht weitermachen. Das ist politisch nicht korrekt. Doch, das ist vollkommen in Ordnung. Das ob ich etwas über das Funktion aus der Stadt weiß, das Kovac aufgefangen hat. With that radio signal from town to the Kovac picked up. Was ist denn da los? Was habt ihr denn hier gemacht? Ihr habt den letzten Satz nicht gelöscht bei der Übersetzung. Dieses Spiel ist komplett kaputt. Du bist ganz schön neugierig. Also, ja, ich habe etwas damit zu tun. Mehr kann ich im Moment aber nicht sagen. Nur eines doch, denkt daran, dass man ein Buch nie nach seinem Äußeren beurteilen sollte. A book by its cover? But remember, you should never... Guck mal, das ist doch anders gemeint. A judge, a book by its cover. Also wie man es von außen sieht. Das ist doch irgendwie das Buch nie nach seinem Äußeren. Das ja, nach Äußeren ist ein bisschen komisch übersetzt. Ja. Nach dem Einband beurteilen, würde ich sagen. Ja, oder? Zum Beispiel, ja. Genau. Aber wie der auch sei, würdest du einem suspekten Typen wie wir trotzdem noch mal helfen? Klar, machen wir doch. Verteidiger der Schwachen. Ich finde den ja irgendwie cool. Ja. Guck mal, hier gibt es diese Kunststoffklemmen und Holzbretter. Ich habe geklickt. Haben wir denn überhaupt noch Platz? Na ja, gut, komm. Ah. Ach so, ja, gute Frage. Ich wundere mich immer wieder gern, wenn ich diese degenerierten von Kovac ausgeblendeten Typen sehe. Es ist traurig, wie sie ihm aus der Hand fressen oder wie er sie mit Dreck behandelt. Aber naja, man folgt eben dem, dem man folgen will. Neulinge wissen doch nicht, wie man überlebt. Die haben die Tendenz rauszugehen, ob sie vorbereitet sind oder nicht. Für heute habe ich geplant, die gefährlichsten Viertel zu säubern, damit Neulinge da nicht ihr Leben verlieren. Ich finde den toll. Kann es auf Dauer nicht durchhalten. Das ist eine gigantische Aufgabe, sehr schwierig allein zu bewältigen. Du hast dich dabei unserer letzten Mission. Du hast bewährt. Dich bei unserer letzten Mission bewährt. Daher glaube ich, dass du bei dieser neuen Aufgabe der perfekte Mitspreiter wärst. Was meinst du dazu? Wir gehen in die Stadt und eliminieren alles, was sich bewegt. Das hier. Dürfen, ja, vor allem hier. Ich bin gespannt, ob er wirklich mitgeht. Das wäre gut. Das dürfte das Problem mit den Infizierten fürs Erste lösen. Und weil mir klar ist, dass die Sache nicht einfach wird, würde ich mich dafür auch mit einer hübschen Belohnung entschädigen. Hübsch. Was kriegen wir denn? 9000 Punkte, aber wir machen natürlich wieder Level 13. Komm, oh, Holzbretter. Da kriegen wir Holzbretter. Mach doch gleich 15. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Bin gespannt. Gut. Gut, steigen wir ein. Ja, hau rein. Go. Zack, Minions habt ihr erwischt. Ja, bin, ich hätte ja auch jetzt alleine. Ich bin nicht echt gespannt, ob er mitkommt. Nein, natürlich nicht. Macht, glaube ich, keiner. Aber ne? Die Zahl der Infizierten zählt jetzt. Ach du Scheiße, haben wir uns ja was Schönes eingebrockt, ne? Tötet 50. Oh Mann. Moment, ich muss es trinken. Okay, ich fange dann schon mal an, ne? Hast du nach wie vor 2 Schuss? Du hast jetzt 15 gemacht, ne? Ja. Oh, Kopfschuss reicht nicht mehr. Boah, das wird haarig hier, Minions. Denn selbst mit meiner Knarre jetzt hier... Oh, das ist aber neu, das Haus hier. Das kenne ich nicht. Da ist auch was drin, warte mal. Was? Was? Ah, der hat eine Felge auf der Spüle. Boah. Keksdose. Das glaube ich ja nicht. Wir haben neue Sachen. Ja, das sieht mir anders. Soll ich mir mal Keksdose essen? Das macht bestimmt auch satt, oder? Der Keks, das ist ja bestimmt vor allen Dingen die Dose. Erstmal die Dose. Die Kekse haust du raus, ne? Und ich hau mir jetzt die Kekse rein. Oh, das nährt gut. Ja? 77%? Ne, was blinkt denn dann bei mir mit 38? Essen.
Ach nee, Moment, 50% Durst, alles klar. Ich dachte gerade, der würde so... Das Gebäude ist aber neu, meine ich hier, dieses... Oh, was ist bei dir los? Oh, wir kriegen jetzt Besuch. Eieieiei. Wie gesagt, es ist jetzt... Selbst ein Headshot ist kein One-Hit mehr hier. Aber du kannst mit deinem Gewehr, das finde ich ziemlich gut, du kannst durch die Reihe schießen. Ja, das stimmt, aber das... Puh. Ich hätte gern eine Armbrust-Gatling-Gun. Sag mal, wenn du bei mir bist, warte mal, bleib mal kurz stehen. Ich glaube, ich habe schon wieder ein paar... Bolzen. Naja, nicht mehr, nicht so viel, aber... Hier wir tauschen kurz Bolzen aus und sehen uns dann zur nächsten Folge von How to Survive 2 wieder. Und wenn wir mal gucken, ob wir das schaffen hier gegen... Oh, nee, das müssen wir noch machen. Gegen die Massen an Zombies zu bestehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bis zur nächsten Folge von How to Survive 2. Tschüss. Tschüss.